Hallo meine Hübschen, ich bin's wieder. Ich wollte euch heute mal wieder ein Outfit of the Day zeigen. Ja, es ist mal heute wieder ein wärmeres Outfit of the Day und fangen wir mal von unten nach oben an. Ich habe jetzt meine Ski-Boots an. Die sind bei dem Wetter perfekt. Darunter habe ich ein paar normale Socken und ein paar Overknee-Strümpfe, die ich mal bei Primark gekauft hatte. Die sind in Giraffenoptik. Ich dachte immer, es wäre Leo-Optik, aber irgendwie ist das Giraffenoptik. Ja, wo die Punkte drauf sind wie von der Giraffe. Und auf jeden Fall halten die bei dem Wetter perfekt warm. Also meine Füße sind an den Boots auch richtig geschützt. Ja, ich weiß, man sollte die nicht jeden Tag anziehen, weil man an den Schuhen keinen Halt hat. Aber sind wir mal ehrlich. Die Teile sind doch total bequem und heiß begehrt. Also bitte. Dann habe ich dazu, zeige ich euch mal so von oben, meine normale Röhrenjeans an von Colosseum. Ich will nicht wissen, was der Mann gerade gedacht hat, der hier vorbeigefahren ist. Das muss aussehen. Ich stehe im Wohnzimmer und rede mit einer Kamera. Ja. Sowas gibt's auch, Leute. Habe ich eine normale Röhrenjeans an, die ist von Colosseum. Die hatte ich hier an der Seite eigentlich auch noch ein Band. Ja, da seht ihr wieder meinen pinken Gürtel. Aber da muss ich zu sagen, die hat mich bei Colosseum die Hose, glaube ich, irgendwie mal 10 € oder so gekostet. Ja. Und darunter habe ich eine Leggings. Wenn mir das bei dem Wetter echt zu kalt ist, boah. Samstag soll es ja noch kälter werden. Ausgerechnet der Tag, wo ich ein Tokio-Hotel-Fan-Treffen veranstaltet habe. Und wo wir über den Oberhausener Weihnachtsmarkt laufen wollen, ja. Ich werde auf jeden Fall in Oberhausen dann sein und kann euch ja auch von dem Weihnachtsmarkt ein kleines Update machen, dass ich euch das abdrehe. Ja. Dann habe ich dazu meine Jacke an. Die habe ich mir mal bei New Yorker gekauft. Sie hat hier auch so eine Schneeschorle drauf. Und eine Kapuze mit Fell dran, ne? Ich weiß nicht, sieht man das jetzt? Ja, das müsstet ihr jetzt sehen. Auf jeden Fall ist da Fell mit dran, ne? Und die ist von innen auch super gemacht, dass sie warm hält. Ja. Ich mach mal die Jacke für euch auf hier. Hoffen wir mal, dass es heute nicht wieder so ein Hopper gibt, wie das eine Mal, wo ich meine Jacke aufmachen wollte, wo das nicht ging. Ja, da habe ich ein Oberteil an vom Primark. Da stehen verschiedene Städte drauf: London, New York, Tokio, Paris. Ja, das habe ich mir über einen normalen graufarbenen Strickpulli gezogen, wie ihr das sehen könnt. Den ziehe ich jetzt natürlich nicht hier irgendwie für euch aus oder so, ne, um ihn euch zu zeigen, das auf gar keinen Fall. Und dann habe ich darunter noch ein schwarzes Basic-Top, weil ich das bei dem Wetter einfach angebrachter finde, sich irgendwie richtig zu schützen gegen die Kälte und sich so warm anzuziehen wie möglich. Ja, ich habe sozusagen Zwiebellook an und werde nachher die Jacke, die ich jetzt noch anhabe hier, die werde ich nachher auf der Arbeit ausziehen. Weil ich das immer so mache und dann ziehe ich ja wieder meinen kurzen weißen Kurzmantel, sage ich jetzt einfach mal, vom Primark an, den ich euch ja in einem Haul gezeigt hatte. Und dann tue ich dazu so einen pinken Schal um. Da ist auch ein Leo-Muster drauf. Das Leo-Muster ist, glaube ich, in Lila. Den habe ich mir mal bei Colosseum gekauft. Und eine pinke Mütze, die habe ich von Teleway. Und so Handstülpen, wo die Fingerkuppen vorne rausgucken können, weil das extra so gearbeitet ist. Da habe ich welche in Schwarz mit weißen Streifen und Silberglitzerstreifen mit dran. Und die ziehe ich nachher auch noch an. Also ich bin bei dem Wetter richtig gut bewaffnet. Dazu trage ich von Julia Perilli heißt sie, glaube ich, meine Tasche, die ich mir ja mal bei Amazon gekauft hatte. Und ja, ich gucke gleich noch Shopping Queen.
Und dann mache ich mich um 17:15 auf dem Weg zur Arbeit, um 14:45 und dann bin ich heute Abend bei Block TV auf jeden Fall zu sehen, ne? Habe ich euch ja angekündigt. Und ja, ich kann euch mal unseren Weihnachtsstern zeigen. Da hängt er. Da hängt unser Weihnachtsstern. Ich finde, der sieht richtig toll aus. Ja, das sind halt so fingerlose Handschuhe, also wo oben halt die Fingernägel und die Hälfte vom Finger rausgucken. Ich finde die aber sehr bequem. Die habe ich mir mal, glaube ich, bei Teddy oder Kick mitgenommen. Ja, das war auf jeden Fall mal ein Outfit of the Day wieder von mir zu den kalten Tagen. Ich hoffe, es hat euch gefreut und würde sagen, wenn ihr mich könnt, ihr mich beim nächsten Mal gerne wiedersehen. Tschüss.